So, ein wunderschön. Geile Doku, guckt euch an. Die ist krank. Willkommen zurück zu Clicker Hero. Dem die hier. Nein, dem hier, genau. Ja. Ich habe tatsächlich geschafft, mit alle halbe Stunde oder alle Stunde, also so zwischen alle halbe und alle Stunde, habe ich einfach mal immer das hier gemacht. Hat ein bisschen was gebracht. Ja, damit. Wir haben tatsächlich geschafft auf 1E22. Also wir sind zumindest unserer Spur treu geblieben, mit jeder Ascension den vorherigen Wert verzehnfachen. Wir sind zwar noch weit von 1,30 entfernt, aber gut, was soll's. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich ja, Ascenden und Transcenden. Können wir machen. Wobei, ich warte mal vorher noch mal hier, bis das Ding hier ein bisschen abgelaufen ist. Vielleicht gibt uns das dann noch eine Ancient Souls dann zusätzlich, ne? Vielleicht können wir da noch eine rausschlagen. So mit blutigen Zähnen rausschlagen, ne? Also dieses klassische Pausenhof-Ding, was jeder Erstklässler schon mal gemacht hat. Mami, Mami, ein Erstklässler hat mich vermöbelt. Junge, du bist in der 6. Klasse. Ja, ich weiß. So. Tja, bei meiner Tablet-Version liegt bald auch die nächste Ascension an. Ah gut, okay. Ascension, nicht Transcension. Wir machen hier eine Transcension. Gut, ich guck mal ganz kurz hier rein. Was haben wir hier soweit? Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Das Gold, das würde ich gerne aufheben. Oh, 8 Stunden. Eieieiei. Weißt du was? Die kriegt man der hier. Einfach als Übung. So, schade. Ich dachte, wir kriegen hier noch irgendwie eine 5-Minuten-Gold-Quest. Als lecker bisschen für die Transcension. Na gut, ich meine, wir haben ja eine Gold-Quest. Das heißt, wir machen jetzt wieder eine Transcension. Machen dann direkt eine Quick-Ascension. Dann haben wir auch Zugriff wieder auf unsere Söldner. Können uns dafür dann Gold holen. Und dann sind wir glücklich. Dann haben wir direkt einen geilen Hochstart. Denke ich einfach mal. So. Wie viele haben wir jetzt? Wie viele Hero Souls? 1,1. Naja. Mal gucken, wie viel es dann bringt am Ende. Am Ende des Tages. Deshalb würden wir jetzt 31 bekommen. 5E20. Ja, mal gucken. Mal gucken. Oh, scheiße, die ersten Nacht sind schon wieder aus. Ach, gut, es wird nichts. Ja, komm. Dann machen wir jetzt eine Ascension. Easy. Danke. So, wir bekommen 35. Naja, immerhin. Dann würde ich mal sagen, wir speichern erstmal. Ja. Beziehungsweise können wir auch nach der Transzendenz speichern. Transzendieren. Respekt. Komplett. From Zero. So, jetzt speichern wir das Ganze mal. Ja. Dankeschön. So, jetzt fangen wir quasi wieder direkt komplett bei Null an. Wir haben gar nichts. Das Witzige ist, achso, okay, doch, wir haben unsere Transzendenten-Power. Weil wenn wir jetzt starten würden, wir hätten halt keinen Effekt auf gar nichts. Wir hätten keine Ancient Souls. Das heißt, wir würden jetzt quasi wirklich genau, von der Stärke her und von der Zeit, die wir brauchen, um wieder losgehen zu können, oder um in Fahrt kommen zu können, bräuchten wir jetzt quasi genauso lange wie bei der allerersten Ascension. Ne, man sieht, wir haben einen Klickschaden. Es ist also wirklich alles so wie komplett Vanilla. Das ist irgendwie witzig. Okay, wir haben schon, den Auto-Forwarding-Modus drin. Ach gut, außerdem haben wir auch noch hier doppelten Schaden drin, das haben wir auch noch. Und vor allen Dingen haben wir halt Autoklicker direkt. Ja, also.
Gut, was tun wir machen? Ich würde mal sagen, wir machen erstmal Quick Ascension. Gucken mal, ob uns die Götter gnädig waren. Waren sie nicht. Nicht unbedingt. Reroll. Okay, doch. Sind sie. Sehr schön. So. Ja, wie gesagt, die erste Ascension jetzt machen wir natürlich aktiv, klar. Wir geben auch direkt mal hier 10 Hero Souls aus. So, dann haben wir jetzt schon ordentlich Power. Wir hatten genau 110 Agent Souls. Lol. So, dann würde ich mal sagen, wir machen mal hier einen drauf und dann legen wir mal los. Damit wir in Fahrt kommen. Jetzt nehmen wir auch mal unsere Agent Souls in die Hand. Ach ja, Clan haben wir noch gar nicht. Schade eigentlich. So, jetzt kommen wir hier ordentlich in Fahrt. Du gehst bitte wieder darauf. Kaufen, kaufen. Okay, und wir gucken schon mal hier nach, was wir jetzt machen. Also, das Allerwichtigste. Boah, kostet aber gleich 55. Das Allerwichtigste. Genau, wäre halt er. Machen wir erstmal bis Level 4. Dann als ganz klar Ponyboy. Das ist ganz klar, also da kann mir keiner was vom Pferd erzählen hier, ne? Das ist aber hier, ich hoffe mal, das ist soweit klar. Kuman Wakamaru lassen wir raus. Admin nehmen wir rein. Auch auf Level 4. Kronos nehmen wir rein. Auch auf Level 4. Und Dora nehmen wir rein. Auch auf Level 4. So. Jetzt haben wir erstmal alle auf Level 4. Und jetzt können wir gucken, okay, wir haben noch 50 Ancient Souls übrig. Hier zu investieren. Ach stimmt, ja, das steigt ja logarithmisch an. Lol, da war ja was. Okay, dann lohnt sich das ja doch ganz schön gut. Ja, ja, okay, okay. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall hier ihn. Und Admin. So, jetzt haben wir noch 17 übrig. Diese 17 können wir auf jeden Fall erstmal auf die beiden unten verteilen. Ich möchte aber vorher mal ganz kurz gucken, was wir noch so für Optionen hätten. Oh, alt. Okay, vielleicht doch lieber auf ihn hier. Weil da haben wir gleich 60% plus. Alter Schwede. Und bei ihm auch. Okay, sorry, dann machen wir es doch lieber bei den beiden hier. So ungefähr. Ich hoffe, das war kein Fehler. Hä? Moment mal, wir haben das gerade gegeben. Achso, ich habe es ihm gegeben, nicht Admin. Ja gut, wobei Admin skaliert auch nicht. Der bleibt bei 25 pro Level. Genauso wie die beiden hier unten. Die bleiben auch beim festen Wert von jeweils 100% und jeweils 75%. Okay. Während die beiden hier oben, die steigen halt exponentiell an. Sowohl Xylinjot, Navniat und Ponyboy. Die steigen beide exponentiell an. Das heißt, ja, für die war es auf jeden Fall kein Fehler, auf die auf Level 7 zu nehmen. Dann sollten wir so eigentlich erstmal relativ gut aufgestellt sein, finde ich. Wie gesagt, wir probieren es einfach mal so. Wenn wir wirklich merken, okay, mit Idle macht keinen Sinn, ist kacke, naja, dann wissen wir das auf jeden Fall für die nächste Transcension, ne? Also, ist halt so. So. Okay. Ja. Kann mir jetzt mal jemand sagen, ab wann jetzt hier eigentlich. 5 Minuten Quest. Ab wann wir jetzt eigentlich mal unsere Guilds wieder haben? Unseren Clan? Kam der ab Level 35? Nee, ab 35 war das mit den Söldnern. Sag mir bitte nicht, dass sie erst ab Level 135 kommen. Das wäre ganz schön traurig. Ich dachte, bei der Quick Ascension kommt der Clan direkt wieder rein.
Ja gut, das ist ein bisschen Schissel gelaufen. Na gut, mal gucken, ob wann der Clan wieder kommt. Wir versuchen natürlich erstmal ohne Clan unseren Glück, unser Glück. Sollte relativ gut machbar sein. So, Zit haben wir auf Maximum. Dann mache ich jetzt mal hier ein bisschen 25er Level Kauf, ne, die Standardstrategie, immer 25 Level kaufen. Dann. Alter, wir sind ja abartig schnell schon wieder. Na gut, weil wir jetzt wieder unseren 1000% DPS Bonus haben, ne? Das macht sich schon bemerkbar, macht sich das. Da brauchen wir gar keine Hero Souls. Wir hätten gar keine Hilfe gebraucht. Wir hätten alles alleine hier Muskelkraft machen können, Alter. Hä? Kauf doch mal bitte. Geht doch. War gerade gelb, aber ich konnte trotzdem nicht kaufen. Verstehe ich nicht. Wer weiß. Okay, wir sind schon Level 43 und immer noch kein Clan. Das heißt, der Clan kommt wirklich erst ab Level 100 oder sowas. Das ist natürlich schade. Ey, schon wieder, ich kann nicht kaufen. Hallo? Okay. Der Bug kommt mir bekannt vor, aber der Bug ist normalerweise nur dann, wenn wir den hier haben. Aber den haben wir gar nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Und den Agent hatten wir auch nie gekauft, der sowas macht. Ach, wahrscheinlich wegen der Relikt. Das kann sein, dass wir irgendwann mal ein Relikt hatten. Weil das Problem ist, es gibt einen Ancient und hier diesen Klalala, der... Na gut, okay, also eher nicht. Er senkt die Ancient-Costs. Denn aber es gibt einen Ancient wiederum, der senkt die Kosten für zum Beschwören und zum Hochleveln dieser Helden. Das Problem ist, es gibt in Clicker Heroes einen Bug, dass wenn man das macht... dass dann teilweise dieses Ding hier schneller freischaltet, als man die Helden tatsächlich kaufen kann. Und dass dementsprechend das Ding jetzt schon sagt, okay, ist eigentlich schon grün, aber du kannst trotzdem nicht kaufen, weil in Wirklichkeit ist es eigentlich noch gar nicht grün. Ja, aber wie gesagt, wir haben diesen Ancient gar nicht. Aber scheinbar gilt dieser Bug, sobald es einmal so war, ist der Bug ab da immer da, selbst wenn der Ancient nicht mehr da ist. Oh, jetzt haben wir die wieder. Oh, schau mal an. Yay. Yesterday. Get. Halt. Today. Get. Und schon haben wir 10 Hero Souls. Die können wir zum Beispiel ausgeben, indem wir hier... Nein, das wäre zu teuer. Okay, dann halt nicht. Tschüss. Das Einzige wäre vielleicht, wenn wir jetzt hier nochmal Klickerschaden bekommen. Kriegen wir aber nicht. Okay, dann nehmen wir nicht. So. Also jetzt haben wir schon mal 10 Hero Souls. Das beschleunigt das Ganze jetzt nochmal ein bisschen mehr. Ist schon ganz geil. Ist doch schön. Schön ist das. Schönes Ding. So, dann kaufen wir mal hier ein paar Fähigkeiten. Ein paar Upgrades. Damit das Ganze hier mal Fahrt aufnimmt. Das ist mir gerade ein bisschen zu langsam. Wir hängen hier immer noch bei Level 75. Hallo? Ich meine, was geht mit euch ab? Das muss schneller gehen. Ha, schon Instakill. Ne, also fast Instakill. Sieht schon gleich viel besser aus. Los, wir kaufen. Ein Hurensohn. So, dann haben wir schon Level 61. Das heißt, bald haben wir unsere ersten Hero Souls. Da können wir direkt Quick Ascenden. Da können wir direkt Ascenden und dann direkt... Also erstmal, ne, wenn wir den Ascenden, machen wir direkt einen Respec, damit er hier wieder raus ist, weil ihn nutzen wir dann ja nicht mehr. Sondern stattdessen komplett Idle Build. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird mit dem Idle-Build. Ich hoffe, es bringt uns ein bisschen näher an die Spitze. Ich hoffe es sehr. Es wäre schön. Es wäre sehr schön. Es wäre super, super geil. Oh! Unsere 5-Minuten-Terrine ist fertig. Noch einer direkt. Warum nicht? Ich meine, dafür sind sie ja da. Na komm.
dam dam. Rob dam. Ah, das ist Amon Hopp. Da ist Amon Hopp. Ich will der allerklickigste sein, wie keiner vor mir klickt. Ja, ganz allein klick ich mich tot. Ich kenne mein Maushändler. So. Level 78, Level 79. Das ist doch voll geil und so. Oh. Geht doch. So. Muss kaufen, muss zerstören, muss Weltherrschaft an mich reißen. Klicken. Klicken? So, dann sollten wir es bald geschafft haben. Können wir gleich die nächste Session nachlegen. Ach komm, 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 gleich ist es soweit. Gleich. Ja. Okay, wir können es senden. Woo, hardcore. Naja, sobald der nächste Primal Boss da ist, können wir es senden. Oder sobald der erste richtige Primal Boss da ist, der uns auch ordentlich Hero Souls gibt. Der kommt da gleich. Außer wir haben Fisch und es ist kein Primal Boss. Dann raste ich aber aus hier. Es ist keiner. Ich glaube das nicht. Ja, nächste. Selbst mein Hund leidet mit mir. Was für eine Enttäuschung. Jetzt halt doch mal die Schnauze da draußen, ey. Das ist doch hier. Oh. Hunde. So, jetzt kommt aber der nächste, der muss jetzt weitergehen. Sonst gibt's ja aber. Sonst gibt's ja aber Fett auf die Oma. 6, 7, 8, 9, 10. Ja! Primal Boss, ficken. Perfekt, tschüss. Ui, Amerika. Respect, ja. So, wir haben 10-mal Gold. Ah, ich hätte das lieber gerne hier unsere Eidler. Gibt es bitte mal Eidler? Hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo. Hallo. Ah. Geht doch. Hallo. Der kommt jetzt endlich auch mit ins Team, ne? Ab jetzt bringt er ja was. Hallo. Hallo. Hallihallo. Hallo. Alter, ey. Geht doch. Meine Fresse. So, siehst du, bereits bei Level 1 400%. Einfach weil wir mittlerweile halt direkt einen Boost von über 1000% für die Viecher haben. Das heißt, die bringen einfach mal jetzt dauerhaft das 16-fache. So, der ist ganz schön teuer. Den lassen wir erstmal auf Level 1. Die anderen Damen und Herren, die schicken wir erstmal auf Level 10. Siehst du, der profitiert ja auch von dem Eidler-Bonus, ne? Ja, genau, der profitiert auch von dem Eidler-Bonus. Geile Sache. So, den mal auf Level 10. Ja, Level 100 ist zu teuer. So. Ich mach mal Level 40. Perfekt. So.
Unsere nächste 5-Minuten-Terrine ist fertig. Sehr schön. Ach, Digga, jetzt kommt der eine 5-Minuten-Terrine nach der anderen. Was ist denn hier los? So. Okay, wir sind erstmal relativ gut aufgestellt. Ist doch ein Preiswerter? Ja, das ist auch ein Preiswerter. Dann können wir den auch mal auf Level 40 schiefen. Das ist leider nur von Goldkisten, aber gut. Ich würde mal sagen, also mal gucken, vielleicht kriegt ihr noch Gold droppt insgesamt. Nehmen wir auch. Bossfight bringt nichts, das bringt nichts. Das bringt jetzt leider alles gar nichts mehr. Oh, das waren noch gute Zeiten. Ich weiß noch damals, 1984. Kritischer Klick. Ja. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Zumindest erstmal für die nächste Transcension. Der bringt erstmal gar nichts. Obwohl doch, der bis Level 5 bekommen wir ihn. Und bis Level 5 hat er schon direkt 11% plus. Das kann also tatsächlich schon einen Unterschied machen. Bam. 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 Nicht übertreiben, Ronny. Nicht übertreiben, nicht übertreiben. Gut, mehr lohnt sich nicht. Ich mache auch mal auf Level 5. So. Na gut, 1%. Wow. Okay, dann würde ich mal sagen. Achso, halt hier unseren Neuzugang hier natürlich. So, jetzt haben wir mittlerweile ganz schön viel ausgegeben. Ich hoffe, das bringt auch was. Also das hat auf jeden Fall was gebracht jetzt gerade. Alter. Oh, ja. Das sind Werte, da wirst du direkt feucht. Das ist geil. Gut, aber nochmal 10 Level bringt nicht mehr so viel. Das lasse ich also auch. Jo, dann würde ich mal sagen, wir sind im Idle-Modus. Das heißt, wir können direkt loslegen. Bam. Und jetzt haben wir schon... Mal gucken, wo die Reise hingeht, ne? Oh, das wird spaßig. So, das heißt, wir können jetzt Sid eigentlich direkt rauslassen. Das waren Zeiten, als wir noch Sid gelevelt haben. Wie war es jetzt eigentlich hier mit Minimieren? Genau so. Sid ist ab heute unwichtig. Siehst du, wir können sowieso mal gucken, wer hier nur Eigenschaden macht und wer Gesamtschaden macht. Wobei ich weiß gar nicht, ob jetzt das mit dem Minimieren nur für diese Session gilt oder für immer. Gute Frage eigentlich. Wir werden sehen. So, dann würde ich mal sagen 100. 25, 25, 25, 25. So. Da. Chat, dürften wir hier eigentlich ordentlich durchsemmeln. Und ich bin echt gespannt, wie gut das Ganze jetzt skaliert, wie gut das Ganze wird. Weil, wie gesagt, unser größter Trumpf, unser allergrößter Trumpf, und zwar die Kombi aus Klicker und Combo, die ist jetzt leider weg. Und das ist halt das, wo ich sagen muss, okay, Idle ist halt geil, aber Klicker plus Combo auszugleichen, das ist halt ein Akt, wo ich mich frage, ha, das wird so garantiert nicht funktionieren. Weil das merke ich auch bei meiner Tablet-Version immer, ne, wenn ich jetzt hier spiele und ich idle ja derzeit, einfach weil bei zu lang aktiv spielen die App immer abstürzt, deswegen kann ich hier nicht aktiv spielen. Aber ich merke, dass wenn ich beim Idlen bin und dann zum Ende einer Session komme und da noch ein paar Mal klicke, dass ich dann schon direkt wieder alle Gegner einfach zerficke. Obwohl mit dem Idle ich am Ende meine Kräfte bin, würde ich halt mit dem aktiv klicken noch viele tausend die Level weiterkommen. Das heißt, man ist halt mit dem Klicken immer besser. Deswegen gucken. Ich meine, wir können ja zur Not, wir können ja, wenn wir jetzt hier merken mit dieser Transcension, okay, wir bleiben irgendwann hängen, dann können wir zur Not tatsächlich noch diesen Komawakamaru dazu kaufen. Nein. Diesen Juggernaut dazu kaufen und sagen, okay, wir versuchen es auch mal hier mit einem Hybrid-Build. Dass wir sagen, okay, erstmal passiv spielen, solange bis wir irgendwo hängen bleiben
Und dann noch die letzten Level immer mit Aktivspiel nachdrücken. Aber wie gesagt, jetzt erstmal komplett passiv. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Das ist so erstmal mein Plan. Und ich hoffe, der geht auf. So, die nächste 5 Minuten drin ist fertig. Dankeschön. Oh Gott, was ist denn hier los? 2 Tage. Okay. Da war die Entscheidung doch eher einfach. So, dann kaufen wir hier mal wieder ein paar Level. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wer ist alles für Gesamtschaden? Klickschaden brauchen wir nicht, Eigenschaden. Heißt, also den brauchen wir in Zukunft auch nicht mehr. Eigenschaden, Klickschaden. Alter, weg da. Genau, Klickschaden, Eigenschaden. Brauchen wir also auch nicht. Eigenschaden. Brauchen wir auch nicht. Klickschaden. Ah, der ist für alle. Okay. Das heißt, den lassen wir direkt. So. Klickschaden, alle Helden. Da, klar, ja, genau. Betty Klicker war ja hier direkt für alle Helden. Alter, diese scheiß Schriftzug hier immer. Boah. Eigenschaden. Kann also weg. Alle Helden. Kann also da bleiben. Eigenschaden. Ja. Kann also weg. Lucky Strike brauchen wir nicht mehr. Kritisch Schaden und ansonsten Eigenschaden brauchen wir auch nicht. Alles nur Eigenschaden brauchen wir auch nicht. Eigenschaden oder Klickschaden brauchen wir auch nicht. Gott, wie viel hier wegfällt. Klickschaden oder Eigenschaden brauchen wir auch nicht. Weg damit. Metal Detector, ne, brauchen wir auch nicht. Also, Metal Detector macht doppelt Gold, aber ganz ehrlich, bringt nicht so viel. Eigenschaden als, ah ne, für alle Helden, sehr schön, na gut, dann haben wir doch Metal Detector, easy. Hat sich so ergeben, sorry. Gut, die anderen müssen wir erstmal hochleveln, damit wir hier sehen, was hier, wer hier was macht. So. Wo war ich hier oben? Mit, genau, der war drinnen. Increase Click Damage, Eigenschaden, alles Eigenschaden, weg. Kritischer Click, Golden Clicks und, achso, Gold, ja, ist ganz wichtig, kritischer Click. Und ansonsten nur Eigenschaden. Das heißt, der ist jetzt leider auch weg. Schade eigentlich, weil die beiden habe ich immer als Partner betrachtet. Weil die halt immer so schön zusammengefasst haben. Der komplett gelb, der komplett blau. Hier alle Upgrades komplett gelb, hier alle Upgrades komplett blau. Die haben irgendwie so, irgendwie haben die so als Team so immer zusammengepasst, optisch. Tja, der eine von den beiden ist jetzt weg. Bye, bye. Dark Ritual lassen wir einfach drinnen. Ansonsten macht er aber nur Eigenschaden. Tja, Dark Ritual ist halt so eine Sache. Wie gesagt, die bringt halt in der Realität kaum was. Ich lasse ihn aber trotzdem mal hier drinne. So. Eigenschaden. Weg mit dir. Armenhop, weg damit. Spaß. Beastlord. Achso, müssen wir erstmal wieder hochleveln. Ach Gott. Immer dieses Hochleveln hier. Alles Hurensöhne. So. Dann haben wir jetzt Armenhop, Beastlord. Superklicks brauchen wir nicht. DPS für alle Helden. Okay, der bleibt also drinne. Eigenschaden. Weg. Eigenschaden.
Ein Energizer können wir drinnen lassen. Ansonsten aber nur Eigenschaden. Egal, wir sind trotzdem drinnen. Das müssen wir schon wieder hier machen, Alter. Ist nervend. So, die hatten wir gerade, oder? Gut, aber das hier ist halt eine relativ geile Fähigkeit. Lassen wir es also auch drinnen. Und bei dir ist aber alles nur Eigenschaden. Ja, was heißt, der kommt tatsächlich auch weg. Und alles, was danach kommt, kommt auch weg. Geilomato, damit haben wir jetzt die hier, die wir mal upgraden müssen. Die Frage ist halt, wie gesagt, ne, speichert er das jetzt ganz, speichert er das Ganze überhaupt oder war das jetzt gerade komplett alles umsonst, weil er das sowieso immer wieder verwirft? Das ist natürlich ein bisschen schade. Können wir einfach mal gucken. Speichern. Ja. Dann beenden wir das Ganze mal und starten das Ganze mal neu. Also ich glaube, die Folge hat schon komplett Überlänge, kann das sein? Wir sind schon lang über den Zeitrahmen. Oha. Ach nö. 31 Minuten, also wir sind noch im Rahmen. Gleich sind wir sowieso fertig, von daher alles kein Problem. Na komm, danke. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich das gespeichert hat, dass die ganzen Helden da so eingeklappt sind. Weil das wäre halt geil, ne? Ja, er hat sich gespeichert. Lol. Coole Sache. Gut, dann können wir es ab jetzt also so immer so machen, dass wir halt bloß noch die Level, die hier hochgeklappt sind, also aufgeklappt sind. Ich muss zugeben, ich habe mit so einer Funktion noch nie gearbeitet. Aber cool. Jetzt fühle ich mich auf einmal so modern. Ich kann Sachen, die ich davor nicht ko konnte. Ach, siehst du, wir haben hier noch ein paar Vergoldungen. Open All. Dabei fällt mir aber ein, wir haben noch gar nicht den Typen, der für Vergoldungen verantwortlich ist. Also der die Vergoldungen quasi aufwertet. Wollen wir jetzt dafür echt Helden verschwenden? Der kommt doch eh nicht. Doch, der kommt da. 152. Au. Hoffentlich bringt er auch was. Ich glaube an dich, ne? Ist dir schon klar, oder? Wie, du enttäuschst mich. So. Da, danke schön. So, dann haben wir jetzt ein paar von den Dingern. Gildet. Dann geben wir einfach mal ihm hier alle und hoffen mal, das hat irgendwas gebracht. Ja, doch, der ist jetzt fast achtfach so stark wie davor. Das sollte was gebracht haben. Und wenn nicht, gibt's Krieg. So, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt immer noch hier, alleine durch die Autoklicker haben wir jetzt knapp, ja, nur doch, 15.000, nein, 14.000, fast 14.000 Prozent extra, weil wir haben 35.000, 3.500 mal 4. Alleine das ist schon geil. Digga, der ist sogar effektiver als Hialata. Was ist denn hier los? Gut, ist aber dafür auch mittlerweile schon teurer. Na, das muss man also immer in Betracht ziehen, ne? Wer hier wie buttert. Geile Scheiße. So, hier ist die nächste 5-Minuten-Quest fertig. Alter. Oh, komm. Hier, ein bisschen Training für dich. Für dich auch ein bisschen Training. Und Rest kann so bleiben. Okay, dann würde ich mal sagen, jo, sehen wir uns dann alsbald wieder. Wenn es denn dann heißt, wer ficken will, muss freundlich bleiben. Schau mit V.